Die vier wesentlichen Dinge, die ihr unbedingt wissen solltet, wenn man sich die originale Mercedes-Benz Dashcam von uns einbauen lässt, ist: erlischt die Garantie? Wie funktioniert die App überhaupt? Wie funktioniert die Kamera an sich? Und vor allen Dingen, wie geht der Einbau vonstatten? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran, schaut euch das Video an und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag in der Chavez Manufaktur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Must-Have für jeden Autofahrer. Wir rüsten eine originale Mercedes-Benz Dashcam in einer V-Klasse nach. Vorab sei dazu erwähnt, ja, das Nachrüsten ist auch bei einer V-Klasse möglich, versprochen. Auch wenn es von mancher Werkstatt nicht angeboten wird. Doch Chavez wäre ja nicht Chavez, wenn wir keine Sonderlösung dafür hätten. Wir müssen aber durch zwei durch. Einmal durch die Tülle und dann durch die Tülle. Und dann ist es hier, dann sind wir hier. Weißt du, ich meine? Mhm. Wenn du ihn ausgelesen hast, beginne ich. Hab ich. Okay. Also kann ich jetzt beginnen. Mhm. Kein Fehler? Nur ein paar gespeicherte. Das gehört selbstverständlich immer dazu. Das Fahrzeug wird vor Beginn und nach Abschluss aller Arbeiten ausgelesen. Ein Wort zum Thema Garantie. Der nachträgliche Einbau der Dashcam wirkt sich erstmal nicht auf die generelle Fahrzeuggarantie von Mercedes aus. Gibt es zum Beispiel ein Problem mit dem Getriebe, hat das natürlich nichts mit der Dashcam zu tun. Ist das Nachrüsten bei einem bestimmten Modell werkseitig jedoch nicht vorgesehen, so können im Fall der Fälle bestimmte Komponenten von der Garantie ausgeschlossen werden, die unmittelbar mit der Dashcam zusammenhängen. Ein Grund zur Sorge besteht trotzdem nicht, denn hier übernehmen dann wir als einbauender Fachbetrieb die Haftung. Inzwischen ist der Einbau auf der Zielgerade. Der Kunde kann im Regelfall sogar darauf warten. Dafür steht ihm unsere Lounge zur Verfügung. Bevor das Fahrzeug übergeben wird, erklärt Carlo noch kurz alles Wesentliche zur Bedienung und zur App-Steuerung. Genau. Nachdem man die Dashcam dann eingebaut und verbunden hat, schaltet man sie ein, indem man die Zündung anmacht eigentlich nur. Dann drückt man diesen WLAN-Knopf und verbindet sich dann mit dem WLAN, was die Kamera aufbaut. Sieht man hier schon, damit verbindet man sich dann. Dann geht man auf die Seite dash.cam. Genau, und hier macht man dann das erste Setup, da kann man dann die Sprache einstellen erstmal. Machen wir auf Deutsch. Und da wird dann auch ein Passwort festgelegt, was man dann später natürlich ändern kann. Dann muss man sich wieder verbinden, gibt dann das Passwort ein, was gerade festgelegt wurde, und kann dann schon in die App gehen, in die Mercedes-Benz Dashcam App. Die hatten wir jetzt schon runtergeladen in dem Fall. Und dann ist die Kamera auch schon verbunden. Hier sieht man dann auch schon direkt das Bild von der Frontkamera. Und das ist jetzt das Live-Bild, kann man sich dann in der App anschauen, und auch das Bild von der Rückkamera, das Live-Bild. Hier gibt es dann viele verschiedene Funktionen, hier kann man alles unterschiedlich einstellen, Fotos aufnehmen, Ereignisse aufzeichnen und direkt benennen. Die Kamera erstellt aber auch von alleine Ereignisaufnahmen. Wenn jetzt zum Beispiel das Auto irgendwo geparkt ist und jemand an das Auto dran geht, dann wird so eine Ereignisaufnahme erstellt, oder wenn man eben einen Unfall hat. Und die Aufnahmen kann man sich dann auch hier in der App direkt anschauen. Ja, dann gibt es hier noch viele verschiedene Optionen. Man kann zum Beispiel einstellen, ob bei den Aufnahmen die Geschwindigkeit mit angezeigt werden soll und ob Mikrofonaufnahmen aufgezeichnet werden sollen, und viele weitere Optionen gibt es dann noch. Wir sehen schon, die Dashcam ist ein echter Alleskönner und vor allem bei Unfällen meist ein entscheidender Faktor. Bei diesem Modell von dieser V-Klasse ist es eigentlich nicht möglich, eine Heck-Dashcam zu verbauen. Warum genau? Ich zeige es euch mal ganz kurz. So, man sieht hier, das ist einmal zweigeteilt. Man hat einmal die Heckklappe plus diese Scheibe. Und wir haben jetzt halt die Dashcam genau hier verbaut. Man kann jetzt ganz normal die Klappe wieder zumachen und ganz normal die Heckklappe öffnen. Und man sieht keine Kabel.
Hey Leute, wenn ihr jetzt Interesse an einem unserer Produkte habt, dann geht auf www.chave.de, klickt euch vor zum Shop, sucht euer Modell raus und die richtige Baureihe und schon seht ihr, was bei eurem Fahrzeug möglich ist und was das jeweilige Produkt kostet. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, meldet euch am besten telefonisch bei unserem Service. Für eine konkrete Beratung bitte immer die Fahrgestellnummer bereithalten. Macht's gut und bis bald!